Ja, guten Morgen, hier ist der Olli. Ich begrüße euch auf unserem YouTube-Kanal Camp Monkey. Wir fahren jetzt Mitte Oktober, ist der 15. Oktober, zu einem Klassentreffen, wollte ich schon sagen, zu einem Aria-Treffen nach Lengerich auf dem Campingplatz zum Sonnenhügel. Wir sind sehr gespannt. Das ist ein Treffen von einer Facebook-Gruppe namens Adria S670 SL. Das verlinke ich euch hier oben nochmal, falls ihr nächstes Jahr auch daran teilnehmen möchtet. Und ein Adria Wohnmobil fahrt, dann besteht hier durchaus die Möglichkeit, dass man daran teilnehmen kann. Freue mich sehr, dass man dort mal Menschen kennenlernt, die man sonst nur vom Bild her kennt und von den Kommentaren. Wir begeben uns jetzt auf die 160 Kilometer lange Reise nach Lengerich am Teutoburger Wald. Im Kreis Steinfurt liegt das, Münsterland. So, ja, dann schauen wir mal. Soll regnen. Bin gespannt. Hoffentlich nicht das ganze Wochenende. Aber wir werden berichten und ich freue mich, dass ihr dabei seid und sagt mal gute Fahrt. Bis gleich. Das Autobahndreieck in Münster von der A43 auf die A1 genommen und sind an unserer alten Heimatstadt Münster vorbei. Wie der Wetterbericht versprochen hat, ja, ist das Regenband da und es regnet ungefähr seit, ja, seit Gelsenkirchen, also seit 50 Kilometer, 60 vielleicht. So, ja, das ist jetzt erstmal der Zwischenstand. Wir passieren jetzt den Rasthof Münsterland, hoffen, dass wir den Campingplatz zum Sonnenhügel dann auch mit einem kurzen Abstecher vorher in Landbergen bald erreichen werden. Ja, und freuen uns darauf, dass das Regenband schnell durchzieht. Und wie üblich bei Regen fährt kein Mensch mehr ordentlich und alle Autos fahren auf der Autobahn 70. Leider ist das so. Gut, also, bis gleich. Ja, Mahlzeit. Kurz nach 12. Wir waren noch kurz auf dem Friedhof in Landbergen, haben meinen Vater besucht. Und im Kreisverkehr in Landbergen habe ich jetzt den Korallwilli hinter mir. So, schöne Grüße. Du fährst hinter mir. Witzig. Ja, wie ihr auch seht, das Wetter ist wieder Bombe. Ja, wenn Engel reisen, klappt das natürlich auch. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass die Campingwiese nicht unter Wasser steht und wir versinken mit unserem Mobilen. Aber ich denke auch, das geht gut. Ja, Münsterland ist schön, wenn die Sonne scheint. Könnt ihr nochmal nach vorne gucken, die Maisfelder stehen hoch. Bis gleich. Eins wollen wir noch sagen, wir sind ja Sommercamper und unsere Heizung ist eigentlich noch nie gelaufen. Das ist jetzt ein guter Test. Wir haben es jetzt 11 Grad. Ich denke, heute Nacht wird es noch ein bisschen frischer und wir können endlich mal unsere Heizung ausprobieren. Ja. Also, bis gleich. Ciao. Leo, alte Bratwurst, Mahlzeit. Hallo. So, Mahlzeit, wir sind angekommen. Jetzt sind wir mal gespannt, was hier passiert. Bleibt dran. Ja, hier wird überall gefachsimpelt über die einzelnen Adria Wohnmobile. Super interessant, macht Spaß. Tücher gekauft. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Möchtest du ins Fernsehen? Der hatte. Oh. Ja, genau. Jetzt bist du im Fernsehen. Ja, wunderbar. Der hatte zum.
dann weiter recherchiert und dann bin ich letztendlich dahinter gekommen, das ganze Problem liegt an dem Typenschild im Motorraum. Ja. Hast du denn auch was bekommen? Ja, das war sofort weg. Schmeckt weg. Mag er das so gerne, wenn man nicht die Ohren kaut? Oder? Ja? Also machte unser Neufundland nämlich auch mal so gerne. War ja aber kleines. Ist ja klein. Hier, komm ins Körbchen. Wenn das einer sieht, die denken alle, das ist eine Schläferrunde hier. Du bist im Fernsehen. Ist schon soweit. ZDF? Heute ist Kamerakind Olli dort. Theo Fischen. Aus der Adria Wagenburg in Lengerich. Ja, eine kühle Nacht mit 6 Grad. Heizung lief auf 17 Grad, war super. Also wir haben nicht gefroren. Die Autobahn war leicht zu hören. Im Hintergrund die A1, ein stetiges Rauschen. Ja, das ist jetzt 9:30 morgens und einige sind schon wach von den Kollegen. Ja, noch mal raus hier. Oh, da stehen sie und wird schon wieder diskutiert über wahrscheinlich 18 Zoll Felgen. Ja, wir frühstücken jetzt, ihr habt es gesehen. Lecker frische Brötchen gibt es hier morgens. Croissants. Die Toiletten sind sauber und wir freuen uns auf den Tag und schauen mal, was da passiert heute. Alles super hier. Bis gleich. Du bleibst da. Moin. Was ist das hier für eine Versammlung vor mir? Hör mal, Demo oder was? Genau. Alle ausgeschlafen? Kalt, ne? Ja. Haben wir auch, ja. Ich schlafe da besser wie beim 6-Familienhaus. Ja, ist mehr Ruhe, ne? Am besten ist, wenn das noch schön so ein Landregen kommt, so leicht prasselt. Ja, das ist natürlich Träumchen dann. Eichhörnchen, ja, Eichhörnchen haben wir auch oft. Ja, Theo zeigt seine Heckgarage. Das ist auch ein Highlight. Und wenn ich da gleich nochmal einen Blick reinwerfen darf, dann schauen wir uns das auch nochmal an. Wenig. Ein Wein auf dem Tisch. Ich wollte dir an für sich einen ausgeben. Weiß ich. Aber wenn du nicht willst, hat guter Felddienst. Nein, heute nicht. Heute nicht. Riecht aber gut. Ja, Hans-Gerd ist schon fast soweit. Ist das die Webcam aus dem Auto? Ja. Ja? Und schön, nachdem ihr zu Guckenburg gefahren seid, oder? Ja. Ja? Das kann ich mir vorstellen. Ne?
Du hast auch gerne drin, ne? Ja. Ja. Nimmst du nur die anderen Verkehrsteilnehmer auf oder die Gegend? Ja. Die Gegend, alles, alles was kommt. Ja, das ist ja Geld für, dass ich das fotografieren nehme. Das ja, kostet 8,60 Euro. Plus Mehrwertsteuer. Das sind 18 Zoll. Ja. 18 Zoll, Gramma AT. Muss sie eintragen lassen? Ja. Drama hoch 3. Ja, jetzt ist gemeinsames Grillen. Es wird aufgebaut. Quasi jeder hat einen Salat mitgebracht. Ein paar Grills sind dabei und jetzt kann angefangen werden zu grillen. Ja, sehr gespannt. Verstehen uns alle gut hier. Ja, so ein Treffen ist so ein konspiratives Treffen. Das ist sehr schön, man kann sich sehr schön austauschen mit den Kollegen. Es war sehr informativ bis jetzt. Also, wir wünschen uns mal einen guten Appetit, essen jetzt und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Die wichtigste Zutat. Ist angekommen. Gillepitsch. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Das ist Theos Grill. Theos Grill und Theos Welt. Ja, genau, so muss das sein. Genau, auch mal einen richtigen Grill hier fotografieren, sag ich schon. Hallo. Wir kontrollieren das erstmal alles hier. Habt das hier raucht und warm wird. Hier wird noch traditionell gegrillt. Ja, sicher. So ist das richtig. Cevapcici. Der klassische Gaskochergrill. Cevapcici von Rewe Röttger. Heute ist Sonntag, der 17.10.21. Das erste Adria-Koral-Treffen ist abgeschlossen. Heute ist Sonntagmorgen. Die meisten packen zusammen, die Jurte wurde zusammengepackt. Und es war ein sehr angenehmes Wochenende hier in Lengerich. Viele Hunde, kackte einer. Und wie hat es euch gefallen? Gut. War gut. Ich fand das gut, ja. Gut. Ist so interessant und ist irgendwie auch lustig so, aber ich fand die echt klasse. Ja, macht doch Spaß. Wir auch. Müssen wir mal wiederholen, wa? Auf jeden Fall. Ja. Also war toll, also hat gut gefallen. Ja. Und mal gucken, ob wir nächstes Jahr machen. Anfang des Jahres mal eine Umfrage starten, mal wieder. Ja, genau. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir den Termin auskaspern. Vielleicht irgendwie im September oder so, weil das ist ja auch schön. Ne? Ja. Aber ja, dann werden ja auch natürlich viele Urlaub haben. Ne? Aber ja, werden wir sehen. Hat es euch gefallen? Ja. Super! Wir kommen nächstes Mal wieder. Wir kommen wieder. Schätzelein, hat es dir gefallen? Sehr schön. Ich hoffe, dass wir das ganz bald wieder machen können. Euch auch gefallen? Also Olli, natürlich. Ich möchte noch mehr von uns wissen. Wir sind gestern gar nicht früh ins Bett gegangen. Ich bin völlig aus meinem Rhythmus draußen. Und wenn wir nicht bald wieder so ein Treffen machen, kommt der Rhythmus überhaupt gar nicht mehr wieder. Oha, noch, das sind die Nachwirkungen vom Glühwein gestern Abend. Ich hab gar keinen Glühwein gekriegt. Nein, überhaupt nicht. Und dieser viele Schnaps? Nein, never. Schön war doch die winzig kleine Flasche Killepitch. Ja, genau. Also Claudia, und wir haben sie erledigt. Ja, und da hoffen wir nächstes Jahr natürlich auch drauf. Ja, natürlich! Also die ist gebongt. Claudia, ein bisschen kleiner. Echt nicht? Nee, ich hab nichts abgekriegt. So kleine Gläser waren das. Nee, ihr hattet die ganzen kleinen Gläser. Vielleicht mit Fackeln. Ja, ja. Zum Drehen, genau. Ja, für alle, die nicht dabei waren. Schade eigentlich, so eine Truppe. Oh, jetzt kommt ein Großaufnahme. Sieht man nicht so schnell wieder. Und das bei dem Wetter. Das war ja bestellt, das Wetter. Und es hat funktioniert. Ja. So, also ihr seht, es hat allen gut gefallen. Hier in Lengerich auf dem Koralltreffen und es ist noch ein bisschen früh, bin noch ein bisschen schwerfällig mit dem Reden. Ich sage bis zum nächsten Mal beim Adria-Koralltreffen. Tschüss, euer Camp Monkey Olli. Und vor allen Dingen, wenn euch das hier alles gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und ihr könnt natürlich kostenlos unseren Kanal abonnieren. Tschüss. Und ich wünsche euch schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen.